Wenn du das sagst. Jetzt werden wir mal die 9 mm. Ich habe Scheiße. Ganz ruhig, Kleiner, ganz ruhig. Keine Zukunft. Oh. Keine Zukunft mehr. Ihr denkt, ihr wollt mir Deckung geben? Komm. Oh. Dat. Na, so geht's natürlich auch. Nix da. Wie was? Wie was? Muss ich mir aber erstmal verarzten. Dass ich wieder vorher habe. Schauen wir mal, was hier drin ist. Muni ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt stellen wir ja schon ein paar Medipacks her. Und das Stahlrohr noch besser mit den Messern drauf. Eigentlich auch weitergehen, oder? What the fuck, die ist da weitergeritten. Okay. Komm, zu den Pferden. Wo? Oh, weiter geht's. Weiter geht's. Verfolgung, Ellie. Gehen wir. Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Ich hoffe auch für meine Kleine, dass sie komisch. Go, go, Joel. Ja, bei der Ranch. Unser Pferd. Sie muss da drin sein. What the fuck, was? Will sie sich zusaufen, oder was? Sieht sicher aus. Nimmt ist komplett wahnsinnig, oder?
Vorsicht! Ellie? Ellie? Ellie, Ellie. Oh, Herrgott. Ich halte Wache. Ihr solltet euch mal unterhalten. Ich glaube, das wäre gar zu schlecht. Ein Firefly-Anhänger, so. Friend Pino. Also, ich glaube, so viel könnte davon Fireflies gar nicht mehr leben. Schau mal, was wir an Marken und so finden und Gedöns und. Was ist hier noch? Wow. Das Klo. Mundpillen. Wie Pille. Und wir warten noch 40, bis wir das hast die Zuckung mit der Waffe alle wegmachen können. Oder voll ausrüsten können. Was ist hier drin noch? Muni. Ah. Stoff. Das, was das Herz begehrt. Ich fände jetzt gerade im Moment die Werkbank gar so schlecht. So, nochmal Health. Health, Health, Health. Das voll ausrichten können. Da ist noch einer. Ah, ein Comic. Nullpunkt. Savage Starlight, Nullpunkt. Okay. Ein Monotov? Wer hat in seinem Bad einen Monotov stehen? Hm. Das ist nicht schon ein bisschen fertig, die Leute. Muss man einfach mal sagen, wenn sie in ihrem Bad einen Monotov stehen haben. Okay. Aber lange Rede, kurzer Sinn, gell? Sind halt ein bisschen fertig, die Leute. Aber was soll's? Wow, ist gar nichts. Gar nichts. Was haben wir hier noch drin? Nochmal ein Bad. Das ist ja eine Dusche für 10 Leute. Und noch ein Stoff. So. Wenn ich in der einen Tür Ellie drin. Hallöchen, hallöchen. Haben die sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen? Dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das besser als... Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß. Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy. Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt!
Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und da sind schon welche da. Ich sehe in diesem Bereich. Such da unten. Alter, was sind das für scheiß Wix-Typen? Nee, gibt's ja gar wollte drum, wie so ein. Bleib da. Wo? Du bist tot. Au, 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 au. Alter! Kannst du wieder einfach schützen, Tommy? Du rennst weg wie so ein kleines Weicher, ey. Das gibt's ja gar nicht. Unglaublich. Okay. Alles sauber. Ihos. So, erstmal ein paar Minipacks herstellen. Alter Vater. Die laufen da, als ob nichts wäre. Als ob nix wär. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Jetzt haben sie sich so gut vertragen, jetzt schreit es sich wieder. Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende, Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde das gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor?